bitterkalt, minus 12 Grad sind draußen, die Nasenhaare frieren an einem fest und hier drin in meiner Garage haben wir nur minus 5 Grad und hier unten, ich hoffe man kann es sehen, da ohne meinen Kumpel, den Heizstrahler, läuft hier gar nichts. Ich habe es hier also auf minus 5 Grad hochheizen können. Ja, was machen wir denn heute Schönes? Fangen wir mal so an. Ihr kauft euch ein preisgünstiges Schweißgerät für Normalsterbliche, so wie ich die hier habe. Und da steht immer drauf, ihr könnt damit Edelstahl schweißen, ihr könnt damit Stahl schweißen. Wenn ihr ein AC-DC-Gerät habt, könnt ihr damit Alu schweißen. Sieh hier, Alu. Ja, und dann steht auch drauf, damit kann man auch Kupfer schweißen. So, das nimmt man so hin und denkt, cool. Aber wer probiert es denn von uns eigentlich wirklich mal aus? Also ich kenne da jemanden. Ja, ich will es heute mal ausprobieren und deswegen habe ich mir ein bisschen Kupfer besorgt. Das sieht so aus, da muss ich noch ein bisschen blank machen. Zwei kleine Stücken, das könnten so 4-5 mm sein. Habe ich mir im Internet bestellt. Wenig, weil teuer das Zeug, ja. Also, ja, aber ich will es gerne mal probieren und deswegen machen wir das heute. Dann habe ich mich belesen, wie kann man denn Kupfer am besten schweißen? Da gibt es beim Institut für Kupfer eine Online-Broschüre, habe ich mich ein bisschen drin belesen. Und da gibt es mehrere Wege. Das geht autogen mit einem Flussmittel, das habe ich jetzt hier nicht. Oder man nimmt ein Schutzgas und wie gesagt ein DC-Schweißgerät, ein DC-Wickgerät. Und das will ich heute probieren. Ich habe ja eins da. Und da wird auch empfohlen, dass man das Ganze vorwärmt auf 200 Grad in etwa. Das will ich auch probieren. Und ja, in dieser Broschüre steht auch, dass Materialstärken unter 3 mm, dass man die eben nicht mehr schweißen sollte. Also ja, besser über 4, ne? Und so Heizungsbau und so weiter ist es auch nicht ratsam, das Ganze zu schweißen. Da wird es oftmals gelötet, weich oder hart gelötet, je nachdem. Und ansonsten, wenn man das da schweißen würde, würde man eben die Struktur von dem Kupfer so weit schwächen, dass es eben nachteilig ist fürs Bauvorhaben. So, soweit so gut. Jetzt kommen wir nochmal zu dem nächsten Punkt. Der Trick mit dem Schweißzusatz. Ja, es ist nicht von mir, aber der Trick ist so geil, den muss ich euch einfach zeigen. Ja, ich habe ihn also abgekupfert. Nein, Spaß beiseite. Also, ihr kennt diese Kabel zu Hause, ihr habt, ne? Das sind diese ganz normalen Stromkabel, das sind jetzt 1,5 Quadrat. Da habe ich vor 2 Jahren mal ein neues Stromkabel eingezogen und da habe ich noch ein paar Reste. Und wie ihr seht, ist hier Kupfer drin. Reines Kupfer. So, wenn man das Ganze aufdröselt, dann kriegt man eben diese isolierten Kabel hier raus. Und wenn man das Ganze dann nochmal abisoliert, hat man hier einen Top-Schweißzusatz. Ich habe es gemessen, 1,3 mm im Durchmesser. Müsste eigentlich reichen für mein Vorhaben. Ich möchte überprüfen, ob ich diesen Trick hier nachmachen kann in meiner kleinen Bastelgarage. Ja, in einem Schweißlabor oder in einem Profiladen, dann kriegt man das bestimmt hin. Aber kriege ich das als kleiner Amateur auch hin? Wir werden es sehen. Ja, und wie gesagt, ich habe es abisoliert. Das wird mein Schweißzusatz. Also, aufbauen, vorwärmen und hoffe, es klappt. Wir werden sehen. Ich weiß es auch noch nicht genau. Ja, so sieht da aus, der Basteltisch. Hier habe ich im Übrigen gerade mal so ein neues Lot ausprobiert, was mir Haus und Werkstatt zugeschickt hat. So ein Reibelot. Mal so ein paar Versuche gemacht, was drauf gelötet, verrieben. Hier habe ich mal ein Loch zugemacht. Sieht man nicht mehr. Coole Sache. Komme ich aber später nochmal zu. Das packen wir jetzt erstmal an den Rand. Jetzt geht es ja um unser Kupfer. So, hier steht es nun. Ich habe hier mit zum Vlies mal die Punkte oder die Teile gereinigt, die ich dann schweißen will, weil das sollte ja immer metallisch blank sein und Kupfer läuft ja dann auch ein bisschen an. Mein Schweißzusatz, der liegt schon hier und jetzt muss ich das Ganze eigentlich nur noch vorwärmen. Das werde ich jetzt mal ein Weilchen machen, weil Kupfer soll man ja vorwärmen. So, dann machen wir das doch glatt. Dann wärmen wir das Ganze mal ein bisschen vor. Ihr seht ja, wie sich hier drauf so ein bisschen Wasser bildet auch. Dann müssen wir jetzt erstmal richtig gute Temperatur reinkriegen, bis das hier wieder verdunstet. Ich habe jetzt an meinem Schweißgerät eingestellt 100 Ampere oder 105 Ampere. Dann habe ich gesehen, dass das mit einem schnellen Puls wohl relativ gut gehen soll. Deswegen habe ich hier Maximum eingestellt, was mein Schweißgerät so zu bieten hat. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt hier so ein bisschen vorgewärmt haben, dann geht es auch hoffentlich gleich los. Oh Mann, ich bin gespannt, wie das wohl wird. Na, dann gucken wir mal.
Da soll wohl eine ganze Weile nichts passieren. Und dann soll es sehr schnell gehen. Ja, jetzt passiert ganz bisschen was. Jetzt hat ein ganz kleines Schmelzbad bildet sich. Na los, komm schon. Jetzt läuft es besser. Gut, zum Schluss wurde es ein bisschen flüssiger, aber ihr seht. Es glüht rot wie verrückt und ich glaube, es wird danach auch ziemlich grau. Ja. Das warten wir jetzt mal ab und dann machen wir die andere Seite noch hinter der, ja, hinterm Schweißschirm. Mal gucken, wie es klappt. Gucken wir mal, ob wir es nochmal besser hinkriegen und ob das jetzt mit dem Schweißschirm hier klappt. Ich bin jetzt mit dem Strom noch mal ein bisschen höher gegangen, weil mir das am Anfang einfach viel zu träge war. Und dann probieren wir es jetzt noch mal anders. Jetzt 115 Ampere eingestellt und 150 Puls oder 200 Puls. Dauert ewig am Anfang, gefühlt Ewigkeit, ja. Man sieht auch genau, wo der Gasstrom das schützt. Ringsrum läuft es farbtechnisch schon wieder an, wird wieder grau. Aber da, wo die Gasdüse ist, da bleibt es kupferfarben. Und passiert jetzt hier nochmal was? Jetzt wird es flüssig hier an der Seite. Los, jetzt kommt schon. Dauert ja eine gefühlte Ewigkeit. Jetzt komm. Vielleicht auch zu wenig Bums. So, ihr seht. Das Ding ist knackig rot. Es glüht. Es ist wirklich extrem heiß geworden. Und ich hoffe, ich kann es jetzt mal zeigen. So, hier, so sieht es aus. Gritzegrau geworden. Also wirklich, weiß ich nicht, so richtig gut sieht es nicht aus. Ja, lassen wir es mal ein bisschen abkühlen. Und dann machen wir es nochmal mit der rotierenden Drahtscheibe mit der rotierenden Drahtbürste ein bisschen sauber, ne? Ja, wir haben mal wieder ein Ergebnis und das Ergebnis, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also, das ist meine Kupfernaht. Das war jetzt die zweite Seite, die ging etwas besser. Hier war die erste Seite. Da sieht man, hier ging es ein bisschen bucklig los, das hat ein bisschen gedauert. Und dann zum Schluss wurde es flüssiger, da hatte ich nur 105 Ampere eingestellt, war ein bisschen wenig. Hier habe ich dann 115 eingestellt und siehe da, es wurde wesentlich besser. Es ging etwas schneller von der Hand. Und ihr habt gesehen, das Zeug wurde unheimlich grau. Ja, das musste man danach mit der Drahtbürste wieder ordentlich sauber machen. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja, als Amateur kann man auch Kupfer schmeißen. Das scheint auch so zu funktionieren. Und auch, ja, der Trick mit diesen Kupferkabeln als Schweißzusatz, auch der funktioniert. Also das hat sich jetzt hier gerade bestätigt, ja. Wie gesagt, ich habe auch mal einen Vorversuch gemacht, da habe ich einen dramatischen Anfängerfehler gemacht. Da habe ich es diagonal aufgeschnitten und habe in der Ecke angefangen zu schweißen und es ist mir weggelaufen. Ja? Deswegen war ich jetzt sehr, sehr, sehr vorsichtig. Das Stück zeige ich euch lieber nicht, wie das aussieht. Also einen Versuch vorher habe ich gemacht, das gebe ich zu. Jetzt habe ich auch noch einen sehr schnellen Puls eingestellt, weil ich das mal gesehen habe, dass das wohl funktionieren soll. Und es scheint zu funktionieren, es funktioniert besser. Und ich sag mal jetzt, für den Hausgebrauch kann man noch damit leben. Gerade auch mit diesem tollen Schweißzusatz. Also, Kupfertag ist vorbei. Ich denke mir zum nächsten Mal nochmal ein Bastelprojekt aus. Ich habe da schon was im Blick. Machen wir mal ein bisschen was mit Feuer. Und dann gucken wir mal. So,
Ich hoffe, es hat euch wieder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja, ich gehe jetzt rein, weil mir ist echt kalt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Spreewälder.